Was geht ab, meine Krypto-Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir auf YouTube. Bitcoin, Oktober ist hier. Ja, der Oktober ist traditionell ein sehr guter Monat für den Bitcoin. Wir werden uns die Lage rund um den Bitcoin in diesem Video genau anschauen. Zunächst erstmal zur Makrolage. Da sind frische Daten aus Europa und den USA reingekommen, und zwar jede Menge. Die schauen wir uns zuerst an. Ich würde sagen, lasst uns Butter bei den Fische machen. Gehen wir rein. Und zwar sind heute Morgen die Einkaufsmanager-Indizes fürs verarbeitende Gewerbe rausgekommen. Und wir fangen hier mal unten an. Da ist Deutschland der Einkaufsmanager-Index. Und wir sehen 40,6. Wir erinnern uns, es geht hier um die Befragung der Einkaufsmanager, wie sie die Lage in den nächsten Monaten einschätzen. 50 ist neutral, alles unter 50 ist eher eine weitere Schwächung der Wirtschaft und alles über 50 ist entsprechend eine Verbesserung. Und wir sind hier stark im rezessiven Bereich, auch für die nächsten Monate, was Deutschland angeht. Ja. Aber das BIP-Wachstum weist die Regierung in Berlin jetzt offiziell mit 0% aus. Ne? Also hat nichts mit Rezession zu tun. Die Einkaufsmanager, die schätzen das einfach falsch ein. Das ist ja ganz logisch. Gehen wir rüber zu Frankreich. Wir sehen 44,6, auch hier keine guten Werte, was das verarbeitende Gewerbe angeht. Natürlich besser als Deutschland, aber schlechter geht ja auch kaum. Ja? Italien, da sieht die Lage besser aus, allerdings auch etwas schlechter als im Vormonat. 48,3, Vormonat 49,4, also kommt auch nicht wirklich vom Fleck. Zur Schweiz komme ich gleich noch. Wir sehen noch Spanien. Und Spanien ist quasi das einzige Land, was hier vom verarbeitenden Gewerbe entsprechend Wachstum zeigt. Ja? Und eine deutliche Verbesserung zum Vormonat. Die Eurozone insgesamt, auch hier keine wirkliche Verbesserung für die nächsten Monate. So ist die Einschätzung der Einkaufsmanager. Es stagniert quasi im rezessiven Bereich, wenn man so will. Also kein neues Bild unterm Strich, es geht so weiter wie bisher. Ja? Wenn wir die Schweiz sehen, dann sehen wir hier bessere Werte als im Schnitt in der Eurozone. Ja? Die Schweizer sind ja auch nicht ganz so blöd. Ja? Was heißt ganz so blöd? Die sind ein bisschen intelligenter. Die sagen nämlich, Eurozone, schön und gut, euren Euro könnt ihr gerne behalten und eure EU könnt ihr auch behalten. Ja? Also von daher herzlichen Glückwunsch an die Schweizer. Und dementsprechend läuft es in der Schweiz nicht ganz so schlecht wie in der Eurozone. Ja? Und die Schweizer sind hier nicht mehr weit entfernt von Wachstum, was das verarbeitende Gewerbe angeht. Dementsprechend schauen wir auf weitere Daten in der Eurozone. Und hier sind die Inflationsdaten gerade eben rausgekommen für die Eurozone. Die Inflation bei 1,8%, damit zum ersten Mal unter 2%. Im Vormonat waren wir bei 2,2%. Also, wir sehen es. Die Wirtschaft läuft schlecht und dementsprechend, wenn die Wirtschaft nicht gut läuft, können die Unternehmen keine höheren Preise durchsetzen und dementsprechend die Inflation bricht ein. Ja? In der Eurozone und in Deutschland entsprechend auch. Ja? Also, wenn wir uns das Ganze anschauen, dann ist die Vorgehensweise in der Eurozone im Prinzip so gewesen die letzten Jahre. Wir erzeugen eine Inflationswelle, also erstmal wir schließen die Wirtschaft im März 2020 und schmeißen den Money Printer an, ja. Entsprechend geht die Geldmenge von der EZB nach oben. Die Geldmenge wird ausgedehnt, die Tauschrelation von Geld zu Gut verändert sich, sodass jeder in der Eurozone einen Kaufkraftverlust hinnehmen muss. Und wenn du jetzt auf die Idee kommst, diesen Kaufkraftverlust zu kompensieren, zum Beispiel durch höhere Lohnforderungen oder wenn du Unternehmer bist, durch höhere Preise, dann machen wir es so, wir erzeugen gleichzeitig eine Rezession, dass du eben kaum eine Möglichkeit hast, höhere Preise noch durchzusetzen, ja, als Unternehmen oder als Arbeitnehmer, was die Lohnforderungen
angeht. Und dementsprechend schwächt sich dann natürlich auch die Inflation ab. Die Inflation, die quasi gemessen wird als Verbraucherpreisindex, also die Preissteigerungen, die die Unternehmen durchsetzen können. Unterm Strich, natürlich muss man sagen, haben in den letzten 4 Jahren hat die breite Masse in der Eurozone ganz klar verloren. Dass sich die gemessene Inflation abschwächt, ist eine logische Folge. Wenn sich die Wirtschaft abschwächt, haben die Unternehmen weniger Möglichkeiten, entsprechend eine Kompensation für den Kaufkraftverlust durch die Geldmengenausdehnung zu verlangen in Form von höheren Preisen. Ja. So viel dazu. Jetzt hat Christine Lagarde gestern im EU-Parlament gesprochen und hier ist eine Frage von einem YouTuber, der Abgeordneter im EU-Parlament ist und der stellt eine Frage nicht nur zum Thema CBDC, sondern auch zum Thema Kryptowährungen. Schauen wir uns mal an, was die gute Christine Lagarde hier gefragt hat. Platforms and it is clear that the people of Europe are very skeptical about digital euro, but they seem to favor ideas like cryptocurrencies and especially Bitcoin. My questions are, do you take into consideration what people think about digital euro and what's your opinion about cryptocurrencies? First of also, er fragt hier speziell, berücksichtigen Sie, was die Menschen in Europa bezüglich einer CBDC denken, denn die sind hier sehr, sehr skeptisch und außerdem scheinen die Menschen sehr offen für Kryptowährungen in Europa zu sein. Wie ist da Ihre Einschätzung? Well, if you have contact to a big opening to millions of people, I'm going to enlist your support so that we can have a better understanding of what Europeans and particularly young Europeans think, because we believe in getting client feedback, in getting Europeans' views in order to make sure that we frame the right product. When everything goes digital, why should central bank money continue to consist only of essentially banknotes? Also, was sie im Prinzip sagt, die gute Christine Lagarde, ist im Prinzip, ja, natürlich werden wir die Meinungen und Interessen der Bevölkerung berücksichtigen. Das ist ja ganz offensichtlich, ne? Und jetzt kommt das Argument Richtung CBDC. Wenn alles digital ist, wieso dann nicht auch der Zahlungsverkehr? Und jetzt hören wir weiter rein. My belief is that we should also have, say, a digital banknote. That's essentially what we want to have. Something that... Also, sie möchte eine digitale Währung haben, ja, für die Abwicklung des digitalen Zahlungsverkehrs. Da sage ich mal so, 90% der Transaktionen, also der Zahlungen, werden doch schon digital abgewickelt. Jede Überweisung, die du machst, ist digital. Was willst du da noch, Frau Lagarde? Ja, was möchte sie hier? Es wird im Prinzip nur 10% der Transaktionen werden mit Bargeld abgewickelt. Also, was soll dann eine CBDC? Wird doch eh schon 90% digital abgewickelt. Also dementsprechend das Argument hier von Frau Lagarde, dass es ja darum geht, den Zahlungsprozess zu digitalisieren. Das haben wir doch schon. Also was möchte sie dann in Bezug auf die CBDC? Schauen wir uns das weiter an. Secure, that is safe, that is cheap and that all Europeans everywhere in Europe. Also, was sie hier im Prinzip sagt, wenn wir die Zahlungsströme digital abwickeln im Vergleich zum Bargeld, ja, Stichwort Bargeld sind ja eh nur 10%, 90% findet schon digital statt, aber sie vergleicht hier die CBDC quasi im Vergleich zum Bargeld und sagt, wenn wir alles digital abwickeln, dann ist alles sicher, dann sind die Transaktionen günstig und ist im Prinzip alles effizienter. Da sage ich mal so, 90% der Zahlungen sind doch schon digital. Also was ist da das Problem von Frau Lagarde? Schauen wir uns weitere Argumente an. Gives quasi privacy, not complete privacy, because AML, anti-money laundering, has to continue to operate.
Also bei einer CBDC, da gibt es natürlich Privatsphäre, aber nicht komplette Privatsphäre wegen Geldwäsche und so, ne, möchte die EZB da entsprechend auch Einblicke haben und nicht komplette Privatsphäre gewährleisten für die Bürger. Ist ja ganz klar. Es geht ja um Geldwäsche. Also es geht nicht um Überwachung von deinen Zahlungen, sondern es geht wegen Kriminalität und Geldwäsche. Diese ganzen Bösen, die muss man bekämpfen. Ist ja ganz logisch. Die zahlen nicht bar, die machen immer digitale Überweisungen. Ist ja ganz klar. And because we continue to be accountable for financial stability, that's what a digital euro is. No more than that. Thank you. Und zum Thema Kryptowährungen antwortet sie gar nichts. Sie beantwortet nur die Frage Richtung CBDC. Und er hat ja zwei Fragen gestellt bezüglich Kryptos und CBDC. Und jetzt schauen wir mal. The second question was You about don't have, I'm cryptocurrencies sorry, you and don't have it any would, second okay, question. thank you. Ja, tut mir leid, ne? Also deine zweite Frage über Kryptowährungen. Wir sind hier bei der EU, ne? Die, auch wenn du die gestellt hast, du hast keine zweite Fragemöglichkeit. Wir beantworten die einfach nicht. Ist das nicht schön? Sorry, tut uns leid. Das ist doch mal echte Demokratie, ne? Die gute EU. Arbeitet natürlich im Interesse der Bevölkerung, das ist ja ganz offensichtlich. Aber mal abgesehen davon, mal meine Frage an dich, was macht denn die gute Christine Lagarde hier im EU-Parlament? Denn sie ist doch verantwortlich für den Euro und damit die Eurozone und die unterscheidet sich von der EU, weil die EU hat Staaten drin, wie beispielsweise Schweden oder Dänemark oder Polen oder Tschechien oder Ungarn, die sind in der EU, aber nicht in der Eurozone. Das heißt, das EU-Parlament hat hier einige Vertreter drin, die haben den Euro gar nicht als Gemeinschaftswährung. Und Frau Lagarde sollte normalerweise immer nur ihr Mandat gilt ja nur für die Eurozone. Warum spricht sie hier im EU-Parlament? Was ist denn da möglicherweise die Idee dahinter? Denn, wie du dir ja denken kannst, das ist nicht ganz zufällig, dass Frau Lagarde hier entsprechend eine Pressekonferenz im EU-Parlament hält. Ich bin gespannt, was deine Einschätzung dazu ist. Gehen wir weiter. Und wenn wir schon bei der EU sind, wo ja Deutschland mit Abstand der Zahlmeister Nummer 1 ist, ja, dann sehen wir entsprechend auch hier mal die Abgaben und Steuern weltweit von ein paar Ländern. Und wir sehen, Deutschland ist nach Belgien, im Prinzip kann man sagen, mit Belgien auf gleicher Augenhöhe mit Abstand das Land mit den höchsten Abgaben weltweit. Also Einkommensteuer und Sozialabgaben. Und die werden aber natürlich für die Interessen der Bevölkerung eingesetzt. Das ist ja ganz klar. Es wird ja effizient damit umgegangen und das wird alles sinnvoll im Sinne der Demokratie eingesetzt. Das ist ja ganz logisch, ja. Gehen wir weiter. Und hier ist ein weiter interessanter Chart und zwar zum Thema Ölreserven. Und wir sehen hier, Venezuela hat die meisten Ölreserven weltweit noch vor Saudi-Arabien, vor Russland, vor den USA, vor den Vereinigten Arabischen Emiraten und vor dem Iran. Ja. Venezuela, also mit den größten Ölreserven weltweit. Jetzt meine Frage an dich. Warum waren denn die Amerikaner so aufgeregt bezüglich der Präsidentschaftswahl vor 2 Monaten von Maduro? Warum sind die denn wie aufgescheuchte Hühner rumgelaufen in der ganzen US-Politik und haben da entsprechend ja möglicherweise Wahlmanipulation und so weiter unterstellt? Was könnten denn da die Interessen der Amerikaner sein?
an der Wahl in Venezuela? Das würde mich mal als nächste Frage interessieren an dich. Schau mal hier mal weiter. Da gibt es nämlich zu dem Thema einen Ausschnitt von Donald Trump bei Newsmax. Schauen wir mal kurz rein. How about we're buying oil from Venezuela? When I left, Venezuela was ready to collapse. We would have taken it over. We would have gotten all that oil. It would have been right next door. But now we're buying oil from Venezuela, so we're making a dictator very rich. Can you believe this? Nobody can believe it. You know where the oil, you know, their oil is garbage. It's horrible. Ja, also Trump sagt, hätte er hier noch eine zweite Amtszeit bekommen, hätten wir das ganze Öl von Venezuela gehabt, weil er hätte das entsprechend für die Amerikaner unter Nagel gerissen. Ne? So läuft Demokratie. Ja? Aber wahrscheinlich, ich nehme mal an, die Amerikaner waren bezüglich den Wahlen in Venezuela vor 2 Monaten nur deswegen so interessiert am Wahlergebnis, weil sie wollten schauen, dass da nicht manipuliert wird, weil sonst muss man denen ja Demokratie bringen. Das ist ja ganz logisch. Ne? Also, unterm Strich. Man sieht, es geht immer wieder um Ressourcen und Machtausbau. Geopolitik spielt im Finanzsystem eine große Rolle und wer das Thema vernachlässigt, der versteht an der einen oder anderen Stelle die Marktbewegungen nicht. Und wir hatten jetzt auch große Marktbewegungen im September und wir sehen hier, der September war im Prinzip der Monat mit der stärksten Lockerung der Geldpolitik seit März bzw. April 2020. Und zwar global. Hier sind die globalen Zentralbanken, die die Zinsen gesenkt haben. Das sind die zweitmeisten nach dem April 2020, die innerhalb von einem Monat die Zinsen gesenkt haben. Also die Geldpolitik wird lockerer, die Kreditvergabe wird angeregt und das passt wieder wunderbar in den Liquiditätsaufwärtszyklus. Dementsprechend können wir sehr, sehr positiv gestimmt sein für die nächsten Monate, weil das stimuliert natürlich auch die Wirtschaft. Es werden wieder mehr Investitionen getätigt, weil sich die Kreditkonditionen entsprechend vergünstigen. Gehen wir rüber zum Bitcoin und wir schauen zuerst in den Bitcoin Spot ETF und wir sehen, gestern gab es hier Zuflüsse von 61 Millionen US-Dollar und wir sehen, dass hier BlackRock, Daddy BlackRock, gestern das meiste davon ausgemacht hat, hat 72 Millionen zugekauft, die Kunden von BlackRock. Fidelity hier relativ wenig, ein paar Verkäufe von Bitwise und ARK Invest, sodass unterm Strich die Nettozukäufe bei 61 Millionen lagen, muss man an der Stelle sagen, relativ gut dafür, dass gestern ja eine Korrektur nach unten stattgefunden hat. Schauen wir weiter und wir sehen jetzt, wir sind beim Bitcoin in dieser langen Seitwärtskorrektur, in der wir drin sind. Jetzt übrigens mit Oktober im 8. Monat. Ja. Und wir sehen, wir sind hier direkt bei der 200-Tage-Linie. Ja. Und das könnte möglicherweise jetzt die Unterstützung sein, die der Bitcoin an der Stelle braucht, um weiter nach oben zu laufen. Ja. Generell sollte es nochmal nach unten gehen, dann sehen wir die Short-Term-Holder. Der Realized-Price von den Short-Term-Holdern liegt bei 62.900. Das ist eine weitere wichtige Unterstützungszone, die übrigens auch gestern im Rahmen der Korrektur gehalten hat als weiterer Support. Ja? Und wir sehen im Prinzip, es gab hier immer wieder Phasen im Rahmen des Aufwärtstrends, wo das Ganze gebrochen wurde, zum Beispiel im September 2023, aber dann hat das wieder als Support gedient. Jetzt waren wir die letzten Monate hier teilweise wieder unterhalb dieser Unterstützungszone, also es war hier Widerstand teilweise und jetzt sind wir ja wieder etwas drüber, sodass das, was vorher Widerstand ist, jetzt eben als Support dient. Schauen wir auf weitere Daten zum Bitcoin und wir sehen hier das Stablecoin-Volumen in Rot. Ja, und wir sehen, ja, das ist aus meiner Sicht ein sehr, sehr wichtiger Indikator, um hier nicht die Geduld zu verlieren.
in so langen Seitwärtskorrekturen, wo wir drin sind, nämlich auf das Stablecoin-Volumen zu schauen. Das heißt, es fließt immer mehr Fiat-Geld in die Stablecoins rein und diese Stablecoins werden ja dann eingesetzt, um Bitcoin und die Altcoins zu kaufen. Also von daher, es geht hier in die richtige Richtung, was ein weiterer Indikator ist, der sehr, sehr bullisch ist für die nächsten Wochen und Monate. In Summe, warum sage ich Abtober, wenn wir die durchschnittlichen Renditen vom Bitcoin pro Monat anschauen, dann sehen wir, dass hier der Oktober der drittstärkste Monat historisch gesehen ist mit einer Rendite von knapp 30% und danach kommt der stärkste Monat vom Bitcoin mit einer Rendite von knapp 38% im November und auch der Dezember zeigt noch eine Rendite im Schnitt von 12,3%. Also wir stehen definitiv vor einem bullischen Quartal, so wie es aussieht und deswegen heißt der Oktober Abtober und der November auch häufig mal Moonvember. Ja? Warten wir einfach mal ab, wie sich das Ganze entwickelt. Wenn wir mal rauszoomen, dann sehen wir doch hier einen klaren Trend, nämlich im Prinzip einen Aufwärtstrend seit dem FTX-Crash, in dem wir drin sind und hier ist jetzt dann auch die Zeit, dass hier der Bitcoin einen nächsten Move nach oben hinlegt. Ob er dann im Rahmen des Bullruns so hoch läuft auf 450.000, das sei mal dahingestellt. Aber ich denke, der Trend ist hier klar erkennbar. And the trend is your friend. Das war's von meiner Seite aus. Wenn dir das Video gefallen hat und du etwas zurückgeben möchtest, dann kannst du das, indem du ein Like da lässt. Wenn du mehr zurückgeben möchtest, dann kannst du in den Kommentaren eskalieren. Dann trägst du deinen Teil dazu bei, dass der YouTube-Algorithmus eskaliert und immer mehr Menschen dieses Video sehen. Außerdem kannst du das Video gerne teilen mit deinen Freunden und Bekannten. Wenn du es noch nicht getan hast, kannst du den Kanal gerne abonnieren. Am Ende bleibt mir noch eines zu sagen, und zwar folge immer dem Money Printer. Ich würde sagen, ich bin raus. Ciao, ciao.